Also ich will da keine Pfote rühren bei so einer Etappe. Kleine, ich dachte, du bist ein Mensch und hast Hände. Aber? Pascal? Zweifel nicht an mir, als mal. So, ne? Hier, Murale sieht doch geil aus. Junge, der Gaudu! Hier, du bist die Null für mich! Du bist die Null fürs Leben. Hier, nimm doch nicht den Nasen, Junge, der ist viel der zu ist gut, viel um auszureisen. Ja. Nimm doch mal den Delir. Ja. Oder den Genion. Genion. Oder ein Wildner, wenn der will, der Motzo. Nee. Junge, das ist so Baba Fahrer am Berg, Alter. Das ist echt so geil. Bestes Team weltweit. Okay. Scheiß auf Mulster. Ja, Sky in Gelb. Mm. Warum stehen die eigentlich immer so cool da? Weiß ich nicht. Auch immer diese Denker, immer diese eine in der Denkerpose. Mhm. So, ich denk mal drüber nach, was Alter, ich da mache. Was ist das denn für ein Klotz, den du da hast? Junge. Also, klotzig ist der echt gar nicht. Aber auf dem Game. Ja. Junge, sag mal, reisen wir direkt aus, oder? Normal! Okay. Wenn ich mal rauskomme. Bist du vorne, Bruder? Ja, so gut wie. Komm, ich warte auf dich. Komm, Land! Ja, ich bin da. Komm, Alter, komm! Gleich im Windschatten. Ja, jawohl, Mann, Mann. Ey, verpiss dich, Alter! Hey, Hilf! Da musst du drüber attackieren, ne? Ja, schön drüber attackieren hier. So, gesamte Etappe. Wo bist denn? Hier ist wie in echt hier. Immer muss man warten. So, ne? Ganz locker. Immer im roten Auto hinterher. Wir schaffen das schon. Oh nein, ich lese doch da oben schon wieder Gruppe Chabanel. Oh, warum? So, und jetzt müssten wir eigentlich im Teamfunk... Nee. Nee, vergiss es. Nee. Nee, ich sag, wenn wir jetzt simulieren würden, was passiert dann? Ja gut, wir sehen es ja, ne? Dann verkacken wir wahrscheinlich die Etappe. Meinst du? Also überholt mich mal einer, was ist denn das hier für eine Kooperation? Ich nicht. Da kommt doch einer. Wascho. Ah, Sylvain. Oh, Bergtrikot ist auch dabei. Sylvain. Ja. Und Steve Cummings. Ich sag euch jetzt mal eins. Ich sag euch eins. Ihr seid Nullen! Sag mal, ne Scheiße. Ja, meinst du, wir verkacken? Echt nicht. Weiß, wir sind ja in der Gruppe. Aber wir sehen es ja eh, wenn er simuliert, ne? Ja. Aber ich habe jetzt eigentlich keinen Bock. Das Ding ist. Na, was sind 200 Kilometer? Aber gerade voll die coole Burg. Ja, okay. Hier simulieren wir noch nicht. Nee. Wir simulieren gar nicht. Waldburg. Dein Ernst? Das ist so ein schöner Tag. Die sollen mal ernsthaft, wenn ich diese Werbung hier lese, die sollen mal Carrefour bei uns einbauen. Oh mein Gott. Warum holt uns das Feld? Ja, weil hier ein King ist, Bruder. Lass nochmal attackieren, komm. Attackieren. Ausländer. Achso. Attackieren. Hey, warum bist du denn immer am Hinterrad, du Pisser, Mann? Hey, weil du mich überholt hast. Was soll ich denn da machen? Was machst du denn hier? Aber ich hab keinen Angriff folgen. Hey, warum ist das Feld denn so hinterher? Weiß ich nicht. Jetzt sind ja wirklich nur drei Plebs vorne. Kann man es doch auch mal ruhig fahren lassen, oder? Spiel. Was denn? Was geht denn jetzt ab? Keine Ahnung, der war eben auf Track. Okay, ja, das macht ja nichts. Kann ja eben mal passieren. Ja, sollen wir das versuchen, ist aber mal gut. Sollen wir noch versuchen später das so? War schon. Wo ist denn, oder? Ja, so. Hey, haben wir auch keine guten Fahrer, oder? Ja. Also, okay, also ja, nichts. Jetzt keine schlechten, aber wir sind bei der Tour. Keine Klassement-Fahrer. So. Ja, jetzt geht's auch, jetzt läuft's. Ich glaube, Steve Cummings war das Problem. Der war zu krass. Das ist dieselbe Gruppe nur ohne Cummings. Jetzt geht's auf einmal. Was ist hier für eine Kooperation? Alle, die hinterher. Der rutscht nur am Hinterrad. Wir sind gut abhängen hier. Ich bin nur hinter dir. Der rutscht hier nur am Hinterrad, der Typ. Jungs, ich sag's euch. Folgt mir einfach. Kommt, ich bin euer Mann. Vertraut mir. Hier, verpiss dich, Junge. Du bist mein Mann. Also, wenn wir schon mal beim Thema loyale Kachpas waren, ja. Ist noch eine Partei. Ja, vor allem, Junge, vor allem Pizzeros Partei zu nennen, Alter. Ja. Da gibt's noch so einen Verein. Ach ne, mir fällt gerade nichts ein. Fahr vorbei, Junge. Nö. Fahr vorbei. Junge, ich sag's mal so, wie es ist. Wenn ich vorbeifahre, dann fahr ich richtig. Und da muss die Soße richtig. Und dann geht's am Bam. Das ist halt immer so sinnlos. Ja, ist es auch. Aber es geht eigentlich. Geht, ja, eigentlich schon viel Sinn.
Junge, so sieht es ungefähr aus, wenn ich gerade beim echten Radfahren bin und am Trinken bin. So. Ja, ungefähr. Vielleicht so. Junge, mal schauen, du bist mein Mann. Ja, lass uns mal ein Stück simulieren, mal sehen, was passiert. Ich muss auch okay. Kreis drücken. Na gut. Ich werde jetzt komplett gefahren. Guck mal, wir haben schon voll viel geschafft. Kann man denn wieder nach hinten gucken? Nee, ne? Aber wir sind ja zwei Minuten sind wir, ne? Die ja, 2,5. Läuft. Oh, ja. Läuft gut, auf jeden Fall. Ja, ist wieder mehr? Wahrscheinlich gerade irgendwas. Keine Ahnung. Sprint oder so. Nee, keine Ahnung. Nee. Dachte ich auch erst, aber. Hä, warum? So ist das nicht. Okay, zwei Minuten sind halt auch viel zu wenig, ne? 2 Minuten sind Witz, ja. Ja, wir können ja da bei der aber Mitte. Wir sind schon dran, ne? Wir können ja da bei der Mitte können wir vielleicht eingreifen, um ein bisschen mehr rauszuholen. Mhm. Falls noch nicht genug ist. Mhm. Können ja auch kurz vor der Mitte schon mal eingreifen, damit wir unsere Gels verbrauchen können. Falls wir es brauchen. Junge, guck mal bitte auf meine Gels. Ist du die zum Frühstück oder? Was ich ist ich da sag los? Mal so, ich bin so der Typ, der sich nicht sagt, naja, verbraucht Energie, die füllen wir mit dem Gel wieder auf, sondern ja. Ich komme mit full Energie und danach brauche ich nie wieder welche, weißt du? Ah ja, okay. Ja, aber du kannst ja dann einfach X drücken oder sowas, wenn wir dann. Ja. Oder wenn du willst, du kannst ja auch jetzt aufbrauchen. Keine Ahnung. Ja, ist egal. Ich habe jetzt gar keine. Das würde jetzt nichts bringen. Stimmt. Na, von daher. Von daher drauf geschissen. Ich guck mal in dem Club, schlag 2, 3 Kinder. Ach, oh. Ach man. Übrigens. Ja. Ich bin heute in der. Na? Was? Ich hab dich nicht verstanden. Ich hab nur gesagt, dass ich Holländer bin. Ach so. Toll. Dann war es ja voll passend, da ich gesagt habe, ich hab dich nicht verstanden. 3 Minuten haben wir? Ja. Reicht auf jeden Fall für den Sieg. Reicht auf jeden Fall für die letzten 80 Kilometer. Definitiv. Warum lassen wir das nicht so? Oder sind unsere Fahrer halt einfach so? Weil ich meine, die fahren ja bei 70%, siehst du ja. Keine Ahnung. Meinst du, wir sollen eingreifen? Ja, noch nicht. Noch ist ja alles okay. Wird wahrscheinlich dann eh gleich erstmal den totalen Krieg geben wegen der Bergwertung. Ja. Wobei wir gar keinen dabei haben, aber. Hat gewonnen? Macabre? Nee. Hä? Macabre? Ach, der ist dabei. Harry Kane, oder? Tatsächlich. Kane? Bauchplatscher. Nackenplatscher! Finden wir so, jetzt langsam steigt die Spannung. Es sind noch genau 21 Minuten bis zum Pro Cycling Manager. Wie fühlen Sie sich? Ich fühle mich sehr gut. Ich freue mich schon sehr darauf. Vor allen Dingen erstmal mein Team zu erstellen, weil das gibt's ja gar nicht. Ja gut. Wer willst du eigentlich nehmen? Willst du das hier mal... Das kann man ja jetzt sagen, weil... Eigentlich kannst du also, nicht ich wollte zu den zwei Teams wollte mich ja entscheiden, aber ich wollte einfach noch auf die Werte warten. Also ich habe mich jetzt noch nicht entschieden. Ja. Es war einmal... Ach Gott, wer war das nochmal? Irgendwas Italienisches. Ja, ja, Zweitligateam Italien. Ja. Wo fährt der eine Baba-Talent? Der Ciccone meinst ja, du, genau. Der fährt bei Bardiani. Bardiani war das und... mir fehlen gerade die Namen, Alter. Wer war denn noch Zweitligateam italienisch? Nippo? Ne, Nippo war es nicht. Androni ja, wahrscheinlich. Androni, ja. Das genau. Ist mir irgendwie klar. Wieso? Ich weiß es nicht. Irgendwie war mir jetzt klar, dass du nicht Nippo und nicht Willian nehmen. Aber ich hab mit also bei Nippo, habe ich mit dem Gedanken gespielt. Echt? Mhm. Aber da hast du dir gedacht. Aber wie gesagt, es ist auch noch nicht entschieden. Ich guck mir die Werte dann eh gleich dann an. Okay. Bin mal gespannt, aber ich glaube, Nippo wird keine. Wobei es wird ein besseres Team haben, als sie eigentlich sind, vermute ich mal. Ja, ja. Weil allein der Lobato ist ja eigentlich schon ein krasser Typ. Ja. Ja, ich mal schauen. Vielleicht nehme ich auch Kolumbien. Manzana, da war ich halt gar nicht, ne? Nee, Zweitliga. Oh. Ich war ja letztes Jahr bei der Volta. Und ich bin gespannt, ob die Euskadi, also Euskartel. Ja, stimmt. Das müsste aber dann in der Drittliga sein, ne? Das war ja Drittliga, ja. Junge, from Zero to Hero, dann wieder to Zero und dann wieder zum Hero. So sieht's aus. Ja, from Zero to Hero, das kenne ich. Das? Mama. Das, Boah, ich hab heute alle... Ich wurde gestochen. Ja. Ich weiß auch nicht von was. Da habe ich fast keine Luft mehr bekommen. Bei mir hat sich in der Fresse alles zugezogen. Ja. Also so im Hals. Und dann bin ich einfach auf die Tankstelle gefahren und hab mir gedacht, Junge,
Mundspülung ist beste Medizin. Hab wirklich die Mundspülung gesoffen. Boah. Ein Viertel Liter. Ach Scheiße. Erst gespült, dann gesoffen, Alter. Alles weg. Krass. War, weil ich weiß es, wenn ich solche Allergie auf, ich habe ja Allergie auf Äpfel oder sowas. Ja. Wenn ich dann irgendwie doch mal Bock habe, einen Apfel zu essen oder irgendwas, dann baller ich mir danach die Spülung rein, dann ist alles weg. Da weiß ich, dass diese Spülungen entzündungshemmend sind. Das ist ja echt heftig. Weil da ist so viel Alkohol drin, die reinigen wie die Sau. Mhm. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, komm, wenn du jetzt gerade eine Entzündung hast durch irgendeinen Stich oder sowas, ja, dann holst du dir da die Seuche, trinkst das Ding auf Ex. Na gut, wenn ich es aufs Ex getrunken hätte, dann hätte ich gebrannt. Dann könnte man sagen, ich habe so einen Brand. Aber ich hatte dann keinen Brand, aber es ist trotzdem, also das zu schlucken ist schon... Schon hart, gell? Ja, ganz ehrlich, lieber irgendwie schön 10 Liter Wichs in den Hals. Und so. Ach so? Nee, aber es ist echt, also, boah. Aber ich habe letztens auch so, weil ich so Magenprobleme hatte, musste ich so Tropfen nehmen, ich weiß auch gar nicht, wie die heißen. Ja. Also das waren wirklich die ekelhaftesten Tropfen, die ich mein ganzes Leben genommen habe. Du nimmst einen Tropfen nur und du denkst so, du machst deine Augen zu, und du musst dir dann so vorstellen, wie deine Zunge, du spielst eine Simulation deiner Zunge und gehst so durch jeden Dreck, den du auf der Welt siehst. Du erst steckst du deine Zunge in Sand, danach noch in irgendwie Ayran, Alter, danach kommt noch eine verseuchte Kacknase dazu und danach schluckst du das runter, Alter. So fühlst du dich bei diesem Tropfen, ohne Witz, das ist so ekelhaft, okay. Alter. Das klingt ja wirklich nicht schmackhaft. Krieg ich volle Brechreiz, ohne Spaß. Jetzt reicht mir jetzt mit euch Nullen. Keiner übernimmt hier mal Verantwortung. Okay, also wenn ich in dieses L1-Ding gehe, dann brauchst du nicht mehr R2 drücken. Genau. Okay, aber die Frage ist, wie schalte ich das aus? Indem du halt doch R2 drückst, glaube ich. Okay, Kinder. Oder? Mhm. Ja. Cool. Gruppe funktioniert auf jeden Fall. Ja, überhaupt nicht, die haben gar keinen Bock, die Hunde. Hey, ja, natürlich haben die Bock. Ich fahr noch die ganze Zeit. Ja, wir haben keinen Bock. Wir sind das Problem, weil wir keine KI sind. Komm, ich fahr vor, häng dich an meinen Arsch. Okay. Du hast keinen Bock, ich hab keinen Bock, hat einer Bock, einer hat Bock. Jetzt häng dich doch mal richtig dran, du Pfeife. Dreck. Yeah. Hier, ich bin in dir drin. Wir brauchen eine KI zwischen uns, das geht sonst nicht gut. Ist echt so. Junge, guck dir mal an, wie ich die Kurve nehme. Das ist ein Curve Shot. Wow! Aber bis dahin sah es geil aus. Ja, ne? Das muss ich sagen. Aber wir haben auch nur noch 1,52. Es macht keinen Sinn mehr. Das ist echt... Langsam am Schmelzen. Frage ist, wie sollen wir es schaffen, Führung aufzubauen? Das ist halt schwierig, ne? Das ist tatsächlich die Frage. Weil irgendwie, also ich weiß ja nicht, aber also vom Feeling her, ja, sobald man, also sag ich mal, ich gehe jetzt in diesen L1-Modus, ja, ja, und sage jetzt, Alter, geh mal in den Modus, du Hund. Sage jetzt, ich gehe hier über den blauen Balken, weil du musst ja ein bisschen Tempo machen. Ja. Geht sofort, dann verschwindet sofort der blaue Balken. Ist ja logisch, aber er verschwindet einfach zu schnell. Weil das Tempo, was wir jetzt fahren, fahren die da hinten auch. Wahrscheinlich. Und guck mal, ich bin fast am Limit vom roten Balken her. Ja. Und ich schaff's gerade so, den Vordermann hinter so, ne? Was ist denn der hinter mir zu haben? Mhm. Das ist schon. Es ist schon so. Oder es liegt einfach daran, dass wir auf Champions spielen. Ich habe keine Ahnung. Das kann natürlich auch sein. Aber gut, dafür haben wir echt ein gutes Zeitfahren hingelegt. Also muss man dafür war es okay, ja, definitiv. Ja, ja. Wobei ich glaube, beim Zeitfahren, ja, da kommt es ja auf die anderen an. Ne? Ja. Da fahren die wahrscheinlich ein bisschen besser. Jungs, könnt einer mal von euch mal die Führung übernehmen mit Tricking? No? Hier, yeah. Chavanel, jetzt reicht's mir mit dir, du Null. Hier, yeah. Ich bin vor dir. Wir werden beide am Mann spielen. Wir sind beide am Arsch von Makato, oder was? Junge Mann, so ist es doch. Also vor allem, der hinter uns ist, der hat einen Windschatten, alle. Vor allem, guck mal auf die Beine und so. Als würde es denn echt irgendwie gehen. Ja. Gehen sie voll durch mich durch. Boah, das
Das war jetzt auch gerade lustig. Mach Kacke. Alter, wir werden gleich eingeholt. Ich sehe sie schon. Das Problem ist, ich habe auch keine Ahnung, was wir machen sollen. Wenn wir jetzt ein bisschen richtig Gas geben sollten. Wir sind platt. Ja. Willkommen in der Welt eines Ausreißers. Traurig. Ist ja meistens so. Ja, ja. Aber wir hatten auch keinen Vorsprung einfach, also wirklich. Ja, nicht wirklich. Ich glaube, Maximum waren 3 Minuten oder so. Das ist ja ein Witz. Ha. Das ist ja wirklich ein Witz. Einfach mal sagen. 30 Kilometer haben wir noch. 1,20 ist unser Vorsprung. Also damit, ja, nicht wirklich groß. Einfach mal sagen. Naja, das schaffen wir. Mann, Spiel. Ja, das schaffen wir eh nicht, Mann. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen. Erstmal hängen wir wieder ineinander. Ja, aber die Sache ist, es ist jetzt... Viertel vor 12. Sollen wir nochmal Gas? Ich hab keine Ahnung, Mann. Wie ist das Profil noch? Eigentlich ziemlich flach, ne? Mhm. Das ist alles schwer. Ich hab echt keine Ahnung, was ich machen soll. Ich sag dir, wie wir es machen. Wie Tiere. So schaut's aus. Einfach mal nicht denken, sondern fühlen. Das ist es. Ganz einfach ist die Scheiße hier. Ich glaub, der Schauer ist platt. Haben wir einen erfolgreich aus der Gruppe gehauen, den Wichser. Ja. Scheiß Penner da. Ich glaub, der kann mal. Jungs, könnte mal einer von euch ein bisschen arbeiten. Die kommen dir gerade nicht hinterher. Na ja, dann habt ihr halt Pech gehabt, dann zieh ich noch mehr an ihr Nullen. So, haut's da raus. Und da war ich keiner hinterher, ne? Nö. 1 Minute haben wir noch. Ich hab ein bisschen mehr. Du hast ein bisschen mehr. Ah, schau mal, alles wieder da. Vielleicht hat er uns auch einfach nur getäuscht. Glück ist das. Wer weiß. Guck mal, wie schön die Wolken aussehen. Ja, echt so. Sieht ein bisschen nach Regen aus, ne? Als ob das irgendwie so ein dynamisches Wetter hat. Stell dir mal vor. Hat es im Spiel eigentlich schon mal geregnet? Ja. Auch geschneit oder so gibt's auch. Wahrscheinlich nur im Solo. Wahrscheinlich. Ach man, noch 1 Minute. Leiten sind sie. Beim Tourspiel weiß ich gar nicht, hat es da schon mal geregnet? Also beim PCM auf jeden Fall. Ja, ja. Tourspiel weiß ich gar nicht. Ich denke schon. Warum sollte es nicht? Mann! Ich hab keinen Bock, mich einholen zu lassen. Was willst du tun? Hm? Das ist halt die Frage. Das sind halt auch 20 Kilometer. Wenn ich jetzt nochmal Gas gebe, bin ich tot. Ja. Das ist absolut richtig. Hm? Marco, der sieht es ein bisschen anders hier. Mhm. Der holt da die Seuche aus sich raus, ne? Ja. Vollständig. Null. Und da ist Sebastian natürlich gleich dabei. Ah ja, Junge, was meinst denn du? Oh je. Dann er wackelt schon so ein bisschen. Na na. Ah na, alles gut. Gut, ganz entspannt. Ganz locker flockig. Okay. Verlasse habe ich echt nicht mehr. Ah, wenn er regeneriert sich ja. So schaut's aus. Das macht mich so nervös, dass ich hinter uns sehe. Guck mal, so eine schöne Windmühle. Ja. Windmühle! Das hatte ich auch gerade im Kopf. Das ist so schlimm. Definitiv. Das schaffen wir nicht. Das sind noch 15 Kilometer. Nee, niemals. Glaube ich auch nicht. Ups, jetzt hab ich was gegessen. Das macht jetzt aber überhaupt. Na, dein Fahrer sieht auf jeden Fall noch ein bisschen besser aus als meiner. Busy, ja. Aber es war, glaube ich, in der Ebene ein bisschen besser als deiner. Ja. Und ich habe nicht so viel angegriffen. Oh, das ist richtig. Das kommt natürlich auch noch dazu.
Aber wäre es cool, wenn wir wechseln könnten, dann könntest du deinen Supersprinter. Ah, stimmt, den könnte ich natürlich jetzt nehmen. Aber ich könnte meinen nehmen, aber. Mutarovic. Aber gut, der wird ja automatisch angreifen, oder? Frost. Vorhin sah es nicht so aus, wo du mit Pinot gesprintet bist. Da hat er ziemlich gegammelt irgendwie. Ich denke eigentlich schon, dass er es macht. Ja gut, ich sagte einfach 1 Kilometer vor Ziel das anwerfen soll. Oder so. Geht natürlich auch. Weil für uns geht's ja jetzt hier eher um nichts. Nee, hey, für uns geht's um alles, hallo? Nee, wir werden gleich eingeholt und dann geht's hier um Jada. Obwohl. Ich sag mal so, Junge. Wer nicht probiert. Hat schon verloren. So sieht's nämlich aus. Ihr Pfeifenköppe. Wenn ich nicht alleine ins Ziel komme. Ihr Nullen! Wie einfach wirklich auch alle hinterher gehen. Echt so. Zumindest so mäßig. Ja. 10 Kilometer noch. Ja, aber. Nee. Es gibt eine typische Etappe, wo die Ausreise halt eingeholt werden. Ist ja in der ersten Torwoche meistens so. Ja. Dankeschön. War eigentlich der Einzige, der wirklich Tempo macht, ist Chavanel, ne? Ja, der gibt gut Gas, ja. Muss man so sagen. Nee, bitte greif nicht an, Sebastian. Nein, nein. Bitte mach's nicht. Boah, der blaue Balken ist so am. Zieh dir meinen an. Welcher Balken? Ups. Auch der rote, der ist. Gut zerstört auf jeden Fall. Warte, schau mal, der greift nochmal an, ich seh das. Schmecks. Schmecks. Ja, bei dem scheint anscheinend noch zu laufen, ne? Ja. Sechs Kilometer noch. Guck mal, das gehört zu uns. Das fällt halt auch keine Chance. Aber wir haben es echt lange durchgehalten noch. Ja. Also das muss man echt sagen. Ich hätte noch fast für einen blauen Balken, ey. Dann wäre ich so glücklich. Ja, Mann. Jetzt nochmal ein blauer Saft. Vielleicht wirklich ein glücklicher Mensch. So, Lim ist man das weg. Ja, meiner jetzt auch. Das war nicht wieder ein Gold. Oh, so. Ja, sonst bricht er komplett zusammen. Boah, ist bei mir jetzt auch gleich der Fall. Und die anderen, die können hier noch, oder was? Sind die so stark? Verarschen hier. Voll die Übermenschen. Lol, Senegal raus. Kolumbien und Japan. Kolumbien und Japan. Japan. Cool. Ich hab gar keine Ahnung, wen die spielen dann. Also jetzt auch nicht. Spontan. Vielleicht gegen England, England und Belgien? Einbruch. Was? Einbruch. Meinst du den Einbruch oder du hast Einbruch? Beides. Oh. Beides gleichzeitig. Ja, ja, fahrt schwierig zu Ende. Alles locker flockig. Einbruch. Von Kerschbuch. Einbruch. Einbruch. Ich hab gar nicht gesehen, wer gewonnen hat. Dem war es glaube ich nicht, oder? 9. Guck mal, ich kann vom Rad steigen. Hast du einfach komplett gebremst, oder was? Ja! Guck, ich hab mich erholt. Ich bin Erster, oder? Ja, ich glaube schon. Oh, Goal! Aber was noch ein Fahrer, der noch nicht im Ziel ist? Van der Berge. Ich bin so stolz auf ihn, ich werde ihn mir verpflichten. Oh, jetzt geht das wieder los. Hier, nächstes Jahr! Ah, ein Opfer! Alexander Christoph gewinnt die Etappe. Krass. Demar 9. Hm? Ist alles richtig gemacht, Pascal. Alles richtig gemacht. Hier, Chabanel hier. Yeah. Ja, krass. Gesamtwertung, alles beim Alde. Sind wir jetzt bestimmt voll weit von hier bei der Dingswertung, oder? Geht da noch. Gesamtwertung? Ja, hier. Also Kampfgeist? Kampfgeistwertung. Dritter und Vierter hier, die holen wir uns noch. Das ist ja auch eigentlich mein einziges Ziel. Der Rest ist ja, wollte ich auch Kampf. Ja. Gelbes Trikot kann ja jeder gewinnen. Aber Kampfgeist, den haben nur wenige.